Die Popularität von Skitouren, Schneeschuhwandern oder Freeriden ist in den letzten Jahren stets gestiegen. Dies erhöht auch den Verkehr abseits der gesicherten Pisten. Mit 6 Millionen Euro hat das Land Vorarlberg im Jahr 2019 präventiv in die Lawinensicherheit investiert. Doch ganz können die Gefahren nicht beseitigt werden. Österreichweit haben wir einen Anstieg zu verzeichnen. Über die letzten 10 Jahre waren es vor 10 Jahren noch rund 260 Unfälle, sind es jetzt mittlerweile über 400, also um 65% mehr. Lawinentote haben wir stabil bei 23 pro Jahr im Schnitt österreichweit, wobei das natürlich auch noch immer viel zu viel ist und hier wirklich geachtet werden muss, dass das gesenkt werden kann, wenn möglich. Es sind natürlich mehr Leute im Gebiet, es sind mehr Leute im Skigebiet. Was enorm zugenommen hat, ist der Skitourengeher. Darum ist es einfach wichtig, dass die Leute irgendwo bereit sich vor, sie eine Skitour machen oder auch wenn sie auf die Piste gehen, dass sie sich einfach informieren. Gerade im Tourenbereich ist die Wetterlage, die Lawinensituation eine ganz, ganz wichtige Sache. Die Initiative Sicheres Vorarlberg bietet Kurse an, bei denen Wissen und richtiges Verhalten vermittelt werden. Dadurch sollen die Risiken minimiert werden. Abseits der Piste-Kurse, wenn man abseits der Piste fährt, würde ich jedem empfehlen, auch den Experten. Es sind dann auch immer wieder Holungstäter mit dabei, die schon das Wissen haben, aber das Ganze einfach wieder auffrischen. Es kommen auch neue Techniken dazu und das kann man sich da sehr gut erlernen. Trotz Vorsichtsmaßnahmen ist eine Bergung mit dem Hubschrauber manchmal unabwendbar. Doch gibt es einige Verhaltensweisen, die den Ablauf solcher Vorgänge erleichtern können. Das Wichtigste ist natürlich erstmal erste Hilfe leisten, dann einen richtigen Notruf abzusetzen. Das ist um und auf in der ganzen Geschichte und dann geht die Rettungskette sowieso eigentlich in Betrieb. Was ganz, ganz wichtig ist in der ganzen Zeit, dass man die Unfallstelle wirklich so vorbereitet, dass der Hubschrauber, wenn der Hubschrauber kommt, dass der dann auch entweder sicher landen kann oder auch, dass man alles drumherum, um den Patienten herum sichert, dass nichts wegfliegt und natürlich in erster Linie beim Patienten bleiben. Wichtig ist natürlich auch, dass die Privatsphäre beibehalten wird und sich sehr gut bemerkbar machen an der Unfallstelle. Die beste Rettung bleibt trotz allem die Prävention, wofür eine gute Einschätzung von sich und von den Umständen hilfreich ist. Im Zweifelsfall umkehren, wie immer. Das ist so, wenn ich mir nicht sicher bin, muss ich umkehren. Und dann muss ich einmal die Stärke beweisen und sagen, okay, nein, heute nicht, vielleicht ein anderes Mal. Denn den Genuss mit Gewalt erreichen zu wollen, ist meistens nicht die weiseste Vorgehensweise.